höre ich den Wecker schrillen. Fände ich leichter aus dem Bett. Wenn ich doch um Himmels Willen nicht so lang gelesen hätte. Doch ich kann es halt nicht lassen. Und nach einer solchen Nacht sind so an die 7 Tassen Muntermacher angebracht. Während ich die Stullen schmiere, höre ich auf Seite 3 schlecht geölte Schrankscharniere und den ersten Hilfeschrei. Hilfe! In der einen Hand das Messer, in der anderen den Roman, fühle ich mich dann schon besser, doch ich muss zur Straßenbahn. Und ich hasse diese Wege, weil es mir den Spaß vermiest. Kommt mir einer ins Gehege, wenn der Mönch den Papst erschießt. Wenn ich das Büro erreiche, morgen, guten Morgen, bleibt mir wieder nichts erspart. Und ich widme mich der Leiche, erst auf der Nachhausefahrt. Ausgehungert und entkräftet, greife ich zum Proviant, meinen Blick aufs Buch geheftet, schmeckt der Bleistift nach Krokant. Schweißgebadet, konzentriere ich mich auf die Obduktion. Und bevor ich's registriere, bin ich an der Endstation. Alles aussteigen bitte, der Zug endet hier. Na dann folge ich dem Täter, halt zu Fuß und ohne Stopp, einen halben Kilometer bis zum nächsten Büchershop. Weil sie mich da gerne sehen, lassen sie mich auch noch rein. Ohne Buch ins Bett zu gehen, fiele mir im Traum nicht ein.